Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir aus der Fahrradwerkstatt. Ich möchte heute mit euch einen Antrieb reinigen. Das Ziel wird sein, den Antrieb, sage ich mal, das alte Ketten, Fett, Öl, je nachdem, was da verwendet worden ist, einfach mal so gut wie es geht aus der Kette zu spülen und dann den Antrieb, sage ich mal, schön neu zu schmieren. Weil wir haben hier heute folgendes Szenario. Ganz oft habe ich halt Fahrräder hier, wo die Kette, sage ich mal, so ausschaut. Hier sieht man jetzt schon, das ist alles komplett schwarz. Wenn ich hier jetzt auch so mal mit dem Finger drüber gehe, habe ich direkt einen komplett schwarzen Finger. Und wenn man das dann hier so ein bisschen reibt, dann merkt man irgendwie, dass so ganz kleine Partikel da drin sind. Das ist wie so ein ganz feines Schmirgelpapier. Und das Problem ist nämlich, dass das ein sehr, ich sag mal, eine klebrige Angelegenheit hier ist. Also da wurde anscheinend Kettenöl verwendet und einfach immer nur drauf, aber es wurde niemals sauber gemacht. Und dann bleibt der ganze Dreck, dieser feine Dreck an der Kette kleben und dann haben wir dadurch natürlich auch höhere Verschleißwerte und das verschleißt einfach schneller. Auch hier die Schaltröhrchen, schaut euch das mal an. Die sind richtig schön verdreckt, man sieht schon teilweise gar nicht mehr hier so richtig, wie das Schaltröhrchen eigentlich ausschaut und auch die Kette an sich sieht einfach sehr schlecht aus. Genau, klar könnte man jetzt den Antrieb komplett entfetten und reinigen, also wirklich mal die Kassette wirklich runterbauen, mit einem richtigen Antriebsreiniger komplett reinigen. Aber das Ganze muss natürlich auch ein bisschen im Verhältnis stehen zu den Kosten. Deshalb, was wir jetzt hier machen und was eurem Antrieb, sage ich mal, einfach immer schon sehr gut tut und was jeder daheim auch relativ einfach umsetzen kann, ist, dass man die Kette, sage ich mal, komplett reinigt, dass man das Zahnrad vorne mal schön sauber macht, die Schaltröhrchen sauber macht und dann ist dem Antrieb schon mal sehr viel Gutes getan. Und dann vielleicht auch noch den groben Dreck aus der Kassette raus. Das zeige ich heute einfach mal, wie ich das mache. Und dann können das viele von euch, denke ich, daheim auch selber machen. Und somit eurem Antrieb was Gutes tun. Auf geht's! Am besten ist es, ihr geht halt hier einfach mal mit einem kleinen Schraubendreher rein und tut schon mal so den groben Dreck hier, sage ich mal, so ab, abschaben, während ihr den Antrieb dreht. Dann seht ihr schon, wie hier der Dreck runterfällt. Und so langsam wieder das Schaltröhrchen zum Vorschein kommt. Ja, machen wir erst hier die eine Seite und dann geht man halt hier so von oben ein bisschen rein und macht die andere Seite. Man kann da auch eine Zahnbürste zum Beispiel nehmen, eine alte, aber mit dem Schraubendreher ist eigentlich schon mal so für den groben Dreck am Anfang ein guter Start. Seht ihr das, wie der Dreck sich da schön ablegt? Richtig ekelhaft. Und das sorgt natürlich auch alles für eine schlechte Schaltperformance, ne? Das muss man natürlich auch mal dazu sagen. Dann kann man das Schaltwerk auch schon mal sperren und kann hier mit einem Tuch schon mal jetzt ein bisschen besser sauber machen, sage ich mal, und das Schaltröhrchen ein bisschen reinigen. Dann werden wir jetzt im nächsten Schritt schon mal unseren Reiniger auf die Kette aufbringen. Ich persönlich bin hier ein sehr großer Fan, viele von euch wissen es, von dem InnoTech InnoBike Hightech Kettenfluid, weil es eben einerseits zum Reinigen ist und zum Schmieren. Das heißt, erster Schritt ist natürlich Reinigen. Es gibt hier diesen Pinselaufsatz und dann können wir hier, sage ich mal, vorwärts oder rückwärts treten, je nachdem, und können das mit dem Pinselaufsatz schön auftragen. Das mache ich jetzt auch, bis wir, sage ich mal, auf der ganzen Kette dieses Fluid drauf haben. Dann lasse ich das so ein bisschen einwirken, dass ich, sage ich mal, die ganzen Verharzungen und der Dreck so ein bisschen lösen kann. Da kann man dann ruhig auch mal ein bisschen, sage ich mal, den Antrieb bewegen, dass sich die Kette ein bisschen bewegt, dass es überall reinläuft. Und jetzt fangen wir einfach mal an, die Kette schon mal grob vorzureinigen. Nehmen wir einfach ein Tuch. Und dann werdet ihr auch gleich sehen, wie viel Dreck da wirklich dran hängt. So, gehen wir hier hin. Setzen das Tuch auf und ziehen die Kette einfach mal so durch. So, und ich bin jetzt wirklich noch nicht lange da durch und es sieht schon, es ist komplett schwarz. Ne? Und das müssen wir jetzt natürlich ein paar Mal wiederholen, bis da, sage ich mal, der ganze grobe Dreck schon mal weg ist. Ja. Und das machen wir jetzt einfach ein paar Mal, bis da, sage ich mal, die Kette so langsam auch wieder anfängt, silber zu werden. Man sieht schon, jetzt kommt auch mal wieder so der eigentliche Kettenfarbe zum Vorschein, ne? Wenn ich immer hingucke. Schaut euch das hier mal an. So sollte die Kette eigentlich ausschauen. Ne? Sieht schon gleich anders aus. Jetzt fange ich dann auch schon mal an, das Kettenblatt vorne zu reinigen. Dafür hänge ich jetzt mein Schaltwerk einfach mal hier ein. Dann kann ich nämlich die Kette hier mal abnehmen.
So, und kann jetzt das Kettenblatt hier vorne auch mal reinigen. Da gehe ich jetzt hier auch einfach mit meinem Tuch hin und tue quasi so den Dreck von den Zähnen abziehen. Der hat sich jetzt auch schön gelöst durch dieses Kettenfluid. Ist das alles schön, sage ich mal, halbwegs flüssig, dass man es hier schön abziehen kann. Und wenn ihr euch hier mal mein Tuch anschaut, das hier war jetzt da schon mal alles dran und es ist ja noch lange nicht sauber. Ne? So, schaut euch das hier mal an. So schaut das Ganze jetzt aus. Natürlich kein Vergleich zu vorher. Dann kann man sich natürlich auch mal anschauen, wie die Zähne so ausschauen, auch vom Verschleißbild her. Sind irgendwelche Zähne schon beschädigt? Sind da irgendwelche, wenn man hier mal so drüber geht, ist da irgendwo ein Grat dran? Wenn man hier zum Beispiel mal aufsetzt, dann kann es sein, dass hier so ein Zahn mal ein bisschen beschädigt ist. Sowas kann man sich dann auch mal anschauen. Genau, aber ansonsten ist das Kettenblatt vorne jetzt soweit fertig. Jetzt können wir die Kette auf jeden Fall wieder einhängen und die Kette, sage ich mal, auch ein bisschen weiter reinigen. Die ist immer noch nicht ganz sauber. Wie gesagt, das ist jetzt keine Komplettreinigung, dass man ihn wirklich komplett entfettet. Es ist einfach nur, dass einfach mal der alte, grobe Dreck raus ist. Man kann das natürlich auch noch ein bisschen weiter treiben und wirklich auch die Kette mal demontieren. Kassette demontieren, Kurbel demontieren und alles komplett entfetten. Ist natürlich ein deutlich größerer Arbeitsaufwand. Ne? Muss man auch einfach dazu sagen. Was man dann auf jeden Fall auch mal machen kann, ist, wenn man das mit dem Tuch hier macht, dass man quasi immer so die Finger so ein bisschen hin und her bewegt. Quasi so. Weil dann nimmt man auch den Dreck hier zwischen den Kettengliedern weg. Und jetzt schaut das Ganze schon gleich viel, viel besser aus. Das hier ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, wenn man das macht. Was ich am Ende dann noch einmal machen würde, ist, ich würde das einmal noch wiederholen mit dem InnoBike. Das heißt, ich würde einmal noch hier komplett meine Kette nochmal komplett mit dem Pinselaufsatz einsprühen und würde dann mit einem frischen Tuch einmal noch den Rand quasi von der Kette, also die Außenseiten, abwischen, weil da muss ja jetzt nicht unbedingt fett sein, also hier eigentlich einmal so nur von den Außenseiten drauf drücken und es mal durchlaufen lassen und dann ist eure Kette, sage ich mal, auch wieder gut geschmiert. Klar, sie ist jetzt nicht komplett entfettet, aber sie ist, sage ich mal, von dem ganzen groben Dreck befreit, sie ist wieder gut geschmiert und damit tut ihr eurem Antrieb schon was sehr Gutes. Also das ist so der minimalste Arbeitsaufwand, naja, nicht der minimalste, ist ja trotzdem wegen Arbeit, aber das ist so, das bringt schon mal wirklich sehr viel, würde ich jedem von euch empfehlen. Und wenn man, sage ich mal, wegen mehr Zeit hat, dann auf jeden Fall wirklich mal draußen beim Bikewash den ganzen Antrieb mit einem Antriebsreiniger einsprühen, mit einer Bürste dann wirklich den ganzen Dreck rausholen. Aber das ist so auf jeden Fall schon mal wirklich sehr gut und da könnt ihr dann auf jeden Fall auch wieder schön fahren, ohne irgendwie groß was kaputt zu machen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Selbermachen und viel Spaß vor allem auch mit kommenden Videos. Es geht jetzt bald weiter mit unserem Canyon Sender Projekt. Da gab es noch so ein bisschen Startschwierigkeiten, sage ich einmal. Aber die sind jetzt fast überwunden und da wird es jetzt dann demnächst auch weitergehen. Okay, ciao.